So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Es soll gehen um das hier, was das ist, gleich. Kurz vorher noch zwei Dinge. Erstens, hier fliegt ein wunderschönes Schwarzspechtweibchen rum. Toller Vogel, wirklich sensationell. Schwarzspechte sehe ich auch nicht so oft. Die sind halt einfach majestätisch. Das ist ja ein Riesenvieh. Ja? Also wer noch keinen Schwarzspecht gesehen hat, der wird als allererstes, wenn er mal einen sieht, überrascht sein, wie groß die eigentlich sind. Die können durchaus mit Schwanz 50-60 Zentimeter haben. Und das ist für einen Specht schon, boah, das ist schon ordentlich. Ja? Also zumindest gefühlte 60 Zentimeter. Ich weiß gerade nicht, was auswendig, was im Bestimmungsbuch steht. Aber die sind groß. Das fällt schon auf. Ja? Und wenn sie an dir vorbeifliegt, Frau Specht, dann macht das richtig schön flap, 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 flap. Also man hört die auch, wenn sie nah genug sind. Und also ganz tolle, tolle Begegnung gerade. Ich habe sie wirklich richtig gut beobachten können. Sie hing an einer recht jungen Birke. Also recht jung verstorbener Birke und hat wohl geguckt, ob es da noch was Leckeres zu essen gibt. Und spannend ist auch, wenn gerade Schwarzspechte, ein dicker, fetter Vogel in Anführungszeichen, an so einem relativ dünnen Baum hochhüpft. Spechte springen übrigens den Baum hoch, indem sie sich mit den Schwanzfedern, die sind so Stützfedern, unten abstützen, quasi um nicht sofort vom Baum zu rutschen und machen dann mit beiden Füßen gleichzeitig einen Hopsap. Ein Stück weit den Baum hoch. Ja, das sieht ganz lustig aus. Natürlich könnten sie auch jedes Mal noch kurz die Flügel zur Hilfe nehmen, wenn es mal ein längerer Sprung sein soll, ist ja kein Problem. Die können fliegen. Aber dieses Flup, Flup, das sieht irgendwie sehr, sehr, sehr charakteristisch aus. Ich finde, das kann man beim Schwarzspecht auch irgendwie besser sehen, weil der größer ist, als bei den kleineren Spechten. Tolles Tier, also wirklich sensationell. Und eben, weil ich die nicht so oft sehe, ist mir das jetzt gerade, um meiner Begeisterung Ausdruck zu verleihen, ein Kommentar wert. So, nächster Kommentar, wichtig. Sorry an unsere österreichischen Freunde. Ich bin irrtümlich der Meinung gewesen, ihr seid auch in der NATO, wärt auch in der NATO, seid ihr aber gar nicht. Ist euch wohl auch wichtig, das nicht zu sein. Das tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich bin einfach davon ausgegangen, die werden da wohl schon auch drin sein. Das sind ja fast alle in Europa. Ja, fast alle, aber halt eben nicht alle. Und dementsprechend war das ein Fehler meinerseits, mangelnde Allgemeinbildung. Damit habe ich mich nie großartig auseinandergesetzt, wer eigentlich in der NATO ist und wer nicht und so weiter. Ist ja auch nicht mein Fachgebiet. Ja, also wie gesagt, sorry. Gut. Und damit kommen wir trotzdem, wir haben ja eine gewisse Historie der militärischen Zusammenarbeit, ja eine nicht besonders rühmliche, ich weiß, aber die Anekdote musste an der Stelle sein, kommen wir zu dem österreichischen Bundesheerzelt, das ist, soweit ich das rekonstruieren kann, wer es besser weiß, mag mich bitte gerne korrigieren, ich glaube relativ spät, konstruiert, erfunden worden, ausgegeben worden an das österreichische Bundesheer. Es ist nämlich von all den Militärzeltbahn-Varianten, die zumindest heutzutage zivil in Europa zu bekommen sind, von verschiedensten Armeen. Ja, da gibt es das polnische Zelttuch, es gibt, wer noch dran gekommen ist, die NVA-Zeltbahn. Die NVA gibt es ja nicht mehr, ne? Die DDR-Armee, wer das nicht weiß. Es gibt das Paschpalatka, das ist, glaube ich, das russische, das dann ebenfalls auch in Weißrussland verwendet wurde und in anderen ehemaligen Sowjetunion-Staaten. Das ist auch sehr beliebt, dieses Paschpalatka. Es gibt, also ob es momentan noch so beliebt ist, weiß ich nicht. Russische Militärartikel heutzutage, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen mit dem Beigeschmack behaftet. Zumindest für mich wäre das so. Ja, wie auch immer, jedenfalls zig Sachen, zig Varianten. Und mal abgesehen von den Franzosen, die ein richtiges Zwei-Personen-Zelt besitzen, das kann man nicht anders nennen, das ist ein Zwei-Personen-Zelt, hat eigentlich jede Armee, bei der ich es weiß, irgendeine Form von Zeltbahn. So. Und eine Zeltbahn kann zum Beispiel hier das Bundeswehrmodell sein. Das ist farblich für, ja, eigentlich ganz cool, ne? Halt Flecktarn, der klassische Bundeswehr-Flecktarn, hat ein okayes Packmaß, finde ich. Andererseits, wenn man bedenkt, wie wenig Platz da drunter ist, dann könnte das Packmaß auch noch etwas besser sein. Wiegt 2,5 Kilo, glaube ich, ja? Oder 1,5 oder was auch immer, ist jedenfalls wirklich schwer. Ja, 1,5 bis 2,5 Kilo.
und ist aus Baumwolle. Ja, man rühmt sich, dass es imprägnierte Baumwolle sein soll. Niemand weiß so genau, zumindest soweit ich weiß, mit was zum Geier die damals in den 70ern oder späten 60ern, weiß ich genau, wann das Ding eingeführt worden ist bei der Bundeswehr, mit was die das bitte imprägniert haben. Wachs wird es nicht gewesen sein. Ja? Olivenöl auch nicht. Vermutlich also schon irgendwas aus dem Chemiebaukasten. Und ich glaube nicht, dass man damals irgendwie nennenswert darauf geachtet hat, dass das Resultat, was sie da drauf schmieren, nennenswert biologisch abbaubar sein soll. Also vermutlich irgendwelche Perfluor-Kohlenwasserstoffverbindungen in irgendeiner Form, die da drauf geschmiert sind. Tatsache ist, die Imprägnierung ist offensichtlich gut, weil die hält bis heute. Und ich habe keine Ahnung, von welchem Baujahr dieses Ding genau ist. Ich kann mal gucken, ob ich zu wenn ich ein Etikett finde. Manchmal steht das Herstellungsjahr drauf. Nee, steht nichts drauf. Ja, aber ja, das hat aus heutiger Sicht, ich bin da ein Fan von. Ich mag diese Bundeswehr-Zeltbahnen gerne. Ich habe mit denen schon viel Spaß gehabt. Also nicht bei der Bundeswehr, aber hinterher, so im privaten Einsatz. Einfach, wenn es um nichts geht. Wenn du einfach nur zum Spaß haben rausgehst und mit sowas zum Spaß haben rumhantierst. Wenn es um was geht und du eine gescheite Ausrüstung haben möchtest, dann sind die schlicht und ergreifend völlig überholt. Ja, aus Sicht eines im 18. Jahrhundert unterwegs gewesenen mag das Hightech sein. Ja, aber spätestens ab dem Jahre 2000 waren die völlig überholt. Jedes noch so billige Tarp von Amazon oder aus China bestellt oder was auch immer ist erheblich effizienter, besser und in jeder Hinsicht einfacher zu handhaben und leichter für das, was es kann, plus wasserdichter als die Bundeswehr-Zeltbahn. Ja, also die ist ein reines Liebhaberteil und kann vielleicht noch als Decke verwendet werden, wenn einem kalt ist. Das geht mit den meisten Tarps nicht. Das ist ein Vorteil, den dann eben so ein Baumwollding wie das hier hat. Das heißt, kann ich nur vielleicht als Decke verwendet werden, kann es. Habe ich schon mehrfach gemacht. Aber ansonsten ist das wirklich ein reines Liebhaberstück und ja, ne, ist schon ziemlicher Schrott, wenn man ehrlich ist. Ja? Im Vergleich zu moderner Ausrüstung. Auch wenn man Spaß damit haben kann. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Gut, jedenfalls imprägnierte Baumwolle. Hier mit Flecktarnmuster auf der Seite. Innenseite ist gutes Bundeswehr-Oliv. Ja. Und das Ding hat noch in zwei Öffnungen. Das wäre einmal hier. Die sind häufig bei den Dingern, die man so kriegt, zugeklebt. Hier habe ich mal noch eine in offen. Die Idee war, dass man das Ding dann auch als Regencape anziehen kann. Das heißt, durch diese Löcher steckst du deine Arme. Da dann allerdings diese Löcher nur mit Knöpfen verschlossen werden, ne, mit so einem massiven Knopf hier, ist das hinten und vorne nicht dicht, wenn es regnet, wenn du dich drunter verstecken möchtest. Du kannst dann möglicherweise zwar deine Arme durchstecken, aber du hast halt ein Dach, das nicht dicht ist. Weshalb viele Soldaten hingegangen sind und diese Öffnung einfach mit Panzertape zugeklebt haben, damit es einem nicht durchs Dach regnet, weil man sowieso nie das Ding als Umhang wirklich anzieht. Also habe ich jedenfalls nicht erlebt, dass jemals irgendwer berichtet hat, mit sowas mal rumgelaufen zu sein aus seiner Militärzeit. Ja, ich habe es nie nennenswert ausprobiert. Theoretisch geht das. Lassen wir es. Ne? Die andere Öffnung ist, glaube ich, sogar zu. Also wie gesagt, es gibt davon zwei. Nein, die war noch offen. Ich habe zwei von diesen Zeltbahnen. Bei der einen ist es zugeklebt, bei der anderen sind sie noch offen. Und ja, also das Erste, was man macht, wenn man damit wirklich übernachten möchte bei Schiedwetter, ist diese Öffnungen zukleben. Und zwar gründlich. Ja, allein wegen dem Gewicht. Wegen dem Umweltverpestungsfaktor, weil welche Imprägnierung da auch immer drauf ist. Wenn das Ding nass wird, wird ein kleiner Teil dieser Imprägnierung abgespült und ein winzig kleiner Teil dieser Imprägnierung, nicht viel, landet dann halt im Wald. Und das muss nicht unbedingt sein. Weshalb ich diese Dinger höchstens bei trockenem Wetter verwende. Erstens macht sowieso keinen Spaß bei Regen zu versuchen, darunter irgendwie trocken zu bleiben. Zweitens Umweltschutzgründe. Ne? Und ja, ach ja, ein großer Vorteil ist feuerresistent. Also so richtig feuerresistent. Klar, du kannst es, wenn du es mitten ins Feuer wirfst, wird es irgendwann Löcher bekommen. Na? Aber Funken,
macht überhaupt nichts. Also so richtig feuerresistent für ein solches Stoffgewebe. Und im ersten Moment könnte man ja denken, oh toll, Baumwolle, kein Plastik. Yeah, fühlt sich richtig an, aber nicht mit der Menge an Chemikalien, die sie drüber gekübelt haben. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Ja, es gab mal Gerüchte, es sei gar nichts Schlimmes, was da drauf ist zum Imprägnieren. Aber die wurden ja auch mal irgendwann nachimprägniert möglicherweise, je nachdem wie alt die sind. Und es steht halt im Regelfall kein Datum drauf. Und da wäre ich vorsichtig, da wäre ich vorsichtig. So, lange Rede, zentraler Sinn, Bundeswehr-Zeltbahn, lustig, aber scheiße. Ähnliches gilt zum Beispiel auch für die Blachen der Schweiz. Die sind auch unglaublich lustig, das sind so lustige rechteckige Planen. Die hier sind nämlich gar nicht rechteckig. Ne? Die haben einen rechteckigen Teil, der geht quasi von hier bis hier. Das ist soweit ein Rechteck, aber die Zipfel, hier sind noch so Zipfel dran, das sind Dreiecke. Könnt ihr sehen? Ja, und die sind einfach dafür da, um das Ding an den Enden noch mal ein bisschen abzuspannen, beziehungsweise bilden dann die Tür vom Zelt. Aber um die Schweizer Blache zu Ende zu diskutieren, die sind halt auch lustig, aber unglaublich schwer für das, was sie können. Du kannst sie zu beliebig großen Unterständen zusammenbauen, wenn du ganz, ganz viele davon hast. Aber das könntest du halt alles auch mit modernem Material machen, mit modernem Kunststoff letztendlich, Tabs, für einen Bruchteil des Gewichts erheblich leichter zu transportieren, viel kleineres Packmaß und auch nicht wirklich weniger ökologisch in der Herstellung. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man diese Dinger, zum Beispiel die Schweizer Blachen, die sind erstens im Militär ewig oft benutzt worden, zweitens wurden sie dann von den Pfadfindern noch ewig oft benutzt und wenn man dann, die Pfadfinder geben die eigentlich nie wieder her, aber wenn man dann doch noch mal an eine rankommt, die erstmal Militär und dann bei den Pfadfindern gewesen ist, dann, da ist dann auch nicht mehr nennenswert irgendwelche Chemikalien und so weiter und so fort, das ist dann wahrscheinlich eh schon alles ab und damit nutzt man letztendlich ein Produkt, das schon seit vielen Jahrzehnten, muss man an der Stelle sagen, im Umlauf ist und in Nutzung ist und das hat schon so einen gewissen nachhaltigen Beigeschmack, muss ich jetzt sagen. Ja, einfach eine so unglaublich lange Nutzungsdauer und das ist ja auch mit eine Faszination vom Militärgerümpel, dass das Zeug unzerstörbar ist, man es theoretisch vererben kann und in manchen Fällen, da macht es besonders viel Spaß, ist es auch tatsächlich vererbt worden, in Anführungszeichen. Ja? Vielleicht nicht, weil jemand gestorben ist, wobei das beim Militär ja auch vorkommen soll, haha, oder beziehungsweise halt einfach vererbt worden im Sinne von über mehrere, viele Soldatengenerationen, die ihren Grundwehrdienst oder wie auch immer das in der Schweiz oder in Österreich heißen mag, absolviert haben. Ne? Gut, also jedenfalls so viel zur Bundeswehr-Variante. Diese Form, dieses Trapez im Grunde, heißt das so? Oder ist das ein Drache? Ach, was weiß ich. Ein Rechteck mit zwei Dreiecken dran geklebt. Diese Form gibt es auch bei eben verschiedenen anderen Armeen. Und zum Beispiel, da ja eine gewisse Verbindung bzw. Ähnlichkeit, das darf man jetzt wieder nicht sagen, da gibt es Ärger. Aber der Österreicher und der Deutsche, wir haben ja historisch schon so ein bisschen Wurzeln, die so nicht ganz weit voneinander entfernt sind, bis hin zu überhaupt nicht voneinander entfernt sind. Und wir sprechen ja auch dieselbe Sprache bekanntermaßen, zumindest verstehen wir uns. Und drum, vielleicht deswegen, das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, grundsätzlich mag ich auch Österreich sehr gerne, wunderschönes Land, gibt es die österreichische Zeltbahn. So, und jetzt habt ihr eben das Packmaß von der Bundeswehr-Variante gesehen. Das ist bloß die Plane, ja? Nichts weiter, nur die Plane. Hier bei den Österreichern kriegst du so eine Tasche pro Soldat. Die ist deutlich kompakter als allein schon die Plane bei der Bundeswehr. Und man kann schon hören, da ist nicht nur eine Plane drin. Machen wir mal ein Untouching. Untouching, was heißt Tasche auf... Unpocketing, genau, machen wir und gucken da mal rein und dann werden wir feststellen, das erste ist, super Ordnung, ne? Da gibt es extra Holster für Stangensegmente und Heringe, toll, ne? Da herrscht Ordnung bei den Österreichern und wir haben fünf solche Holster, fünf. In einem ist aus irgendwelchen Gründen bloß ein Hering drin, kein Stangenelement. Keine Ahnung warum. Muss das so? Soll das so? Weiß das zufällig jemand von meinen österreichischen Zuschauern? Und ja,
besagt ein Hering. So. Dann haben wir einen zweiten Holster, einen Hering und ein Stangensegment. Hering zeige ich euch nachher. Stangensegment sehen alle so aus. Haben, also anders als zum Beispiel die Schweizer Stangen oder die deutschen Stangen, haben die, also ehrlich gesagt habe ich schon ewig lange keine deutsche offizielle Militärzeltstange mehr gesehen. Da weiß ich gar nicht mehr genau, wie die aussehen. Ja, die Schweizer haben jedenfalls nicht so einen spitzen Dinger richtig hier oben dran. Und ja, hier unten werden sie etwas breiter. Hier oben haben sie, wie gesagt, den spitzen Dingerich. Das war's. So ein Segment sieht so aus. Davon gibt es 2, 3, 4. Fertig. Und es gibt noch zusätzlich zu den zwei Heringen, die ich da schon rausgezogen habe, Hering Nummer 3, Hering Nummer 4 und Hering Nummer 5. Ausführung der Heringe kann variieren. Ja? Du kriegst das Ding ja in B-Ware zugeschickt, kostet übrigens knappe 60 Euro, also zwei davon, das komplette Zelt sozusagen. Das ist inzwischen schon nicht mehr wirklich billig. Das liegt daran, dass die langsam leicht knapp werden. Also man muss sich schon ein bisschen bemühen, heutzutage noch ein ÖBH-Zelt zu bekommen, beziehungsweise ÖBH-Zeltbahnen zu bekommen. Auch die Bundeswehr-Zeltbahn ist inzwischen teuer. Ich habe damals für meine hier pro Ding noch einen Zehner gezahlt. Ja, da waren die noch häufig so in größeren Stückzahlen zu kriegen. Inzwischen wird das ein bisschen knapp. Das sind Sachen, die wollen viele Leute haben. Ja, ne? Angebot und Nachfrage regeln bekanntermaßen den Preis. So, aber wir haben hier insgesamt 4, 5 Heringe und 4 solche Stangen. Wo habe ich jetzt meinen 5. Hering hin? Keine Ahnung, der wird schon noch wieder auftauchen. Und wir haben ganz exklusiv die original österreichische Bundeswehr-Strippe mit Seilspanner. Eine Strippe pro Beutel. Ja, irgendwo muss man ja sparen. Und das war's. Dann ist da natürlich noch die Zeltbahn selber drin, aber jetzt reden wir erstmal über das Zubehör. So, zunächst mal diese Stangen. Die haben mehrere Funktionen. Funktion Nummer 1 ist, es ist eine Zeltstange. Funktion Nummer 2, man kann sich damit den österreichischen Kampfstab zusammenbauen. Ja? Und der wird dann eingesetzt an Berggipfeln. Ja? Also der Grenzberggipfel. Also nehmen wir mal an, auf der einen Seite Österreich, auf der anderen Seite Deutschland. So, der Österreicher wird dann ausgebildet, sich auf seiner Seite des Grenzgipfels ganz eng an den Gipfel zu schmiegen. Ja, und hier oben hier ist der Gipfel. Und sobald der Deutsche über den Gipfel drüber kommt, kann der Österreicher piek! Und dann fällt der Deutsche wieder runter und rollt zurück nach Bayern. Ja, und deswegen die österreichische Kampfpflanze. Nein, völliger Quatsch. Aber ich fand den Witz lustig. Ja, ich habe komischen Humor. Egal. Jedenfalls, das war mir einfach nur so. Ne? Das Ding ist jetzt nicht bombenlang, überhaupt nicht. Und du hast pro Soldat eben eine davon. Theoretisch solltest du ja mit einer halben Zeltbahn, also mit einer Zeltbahn plus einmal eben diese... Ich habe jetzt irgendwie nur noch 4 Heringe. Keine Ahnung, wo, waren das überhaupt nur 4? Waren das gar nicht 5? Ich glaube, in der anderen Tasche sind 5 drin. Aber 4 würde mehr Sinn ergeben. Also wahrscheinlich hast du 4 bis 5 Heringe, eine Schnur und einen österreichischen Alu-Kampfstab. Und damit sollst du dir jetzt irgendwie ein Lager bauen. Das Dumme ist nur, dass eine Stange zum Bau eines Lagers, ist ein bisschen wenig Material, und wenn man jetzt keinen Ast hat, und das könnte in Österreich durchaus der Fall sein, wenn du nämlich oberhalb der Baumgrenze unterwegs bist, das ist ja auch eine Gebirgsarmee in jedem Fall, dann hat man möglicherweise wirklich nur diese Stange und keinen Kameraden und oder Kameradin, die da nachhelfen könnte mit ihrer Stange, dann wird das schon eine ziemlich karge Angelegenheit, zeige ich aber gleich vor. Gut, ne? Man muss dazu sagen, die Zeltbahn selber, die ist mehr oder weniger das, was wir heutzutage unter einem Tarp verstehen würden. Also der Unterschied zwischen dem Tarp, das du bei Amazon oder in China kaufen kannst, oder beides, wer sagt denn, dass es nicht aus China ist, wenn es von Amazon ist,
Das unterscheidet sich hiervon eigentlich im Prinzip nur in der Form und möglicherweise noch in der Qualität der Ausführung, weil Militärmodell ziemlich stabil. Ja, das war es aber auch. Ja? Also das ist ein Kunststoffgewebe, deswegen ist es leicht, viel leichter, bei weitem leichter, wiegt höchstens ein Drittel von der Bundeswehrzeltbahn und wahrscheinlich noch weniger, wahrscheinlich ein Viertel oder was, hat aber ansonsten dieselbe Form. Ja? Und da ist man einfach weiter und da das Material grundsätzlich besser ist, ist, auch wenn ansonsten ziemlich baugleich oder bauähnlich wie das Bundeswehrzelt, die sogenannte Dackelgarage, ist die ÖBH-Variante einfach die Hightech-Version davon sozusagen. Und die ist besser. Punkt. Ja? Ich will ja nicht unsere Armee schlechter machen als eine andere Armee, aber es ist eine Tatsache, dass die Dackelgarage, die deutsche, ist wirklich hoffnungslos veraltet. Wir hätten da ja 100 Milliarden Euro, um vielleicht eventuell mal was Besseres anzuschaffen als die blöde Dackelgarage. Die ist ja bis heute noch im Dienst. Ja, also du hast als einzelner Infanterist tatsächlich immer noch eine halbe Dackelgarage im Rucksack. Nicht, dass die irgendwann mal wirklich zum Einsatz kommen würde. Na egal. Jedenfalls, so schaut das aus. Ja, und dann hat man auch den Beutel hier übrig. Angeblich soll man den Beutel, zumindest bei der Bundeswehr-Variante, da gibt es nämlich auch eigentlich einen Beutel dazu, habe ich nicht, habe ich nie besessen, aber den soll man hinterher über die Stange stülpen, damit das Wasser nicht an der Stange runterläuft und einem so ins Zelt tropft. Ne? Davon abgesehen kann man dann auch damit Signale geben, wenn schon nicht als österreichischen Alu-Kampfstab verwenden. Gut, ich habe noch ein zweites. Die zweite ist dahingehend relevant, weil der Inhalt dieser Taschen, die man da geliefert bekommt, der variiert eben leicht. Hier habe ich jetzt zum Beispiel eben drin gehabt, viermal, es waren tatsächlich nur vier, wenn ich jetzt den fünften nicht wirklich verloren habe. Nein, es waren doch, es waren fünf, okay. Also fünfmal derselbe Hering. Groß, Alu, mit Haken und mit Loch. Ja? Fünfmal derselbe. Es gibt aber auch in der anderen Tasche eben die Variante 4 Segmente österreichische Alu-Kampfstange. Damit kann man übrigens auch die Zweihandversion der österreichischen Alu-Kampfstange bauen. Und ich mag den Witz, ich weiß, der ist schlecht, aber ich habe doch sonst keinen Spaß im Leben. Ich bin verheiratet. Nein. Alles gut. Und hier gibt es jetzt interessanterweise noch diese Variante von Hering. Der ist insgesamt dicker. Der scheint mir auch nicht unbedingt, ja doch, ist schon Aluminium. Heereseigentum übrigens. Jetzt nicht mehr, jetzt Benz-Eigentum. Und der hat komischerweise hier diesen, warum auch immer, und diesen Widerhaken. Wofür der Widerhaken da ist, kann ich ja noch einigermaßen verstehen, aber ja. Ja, gibt es dann, kann mir das jemand erklären von unseren österreichischen Freunden, warum diese zwei Varianten? Aber das ist ja typisch, man kauft gebraucht Militärkrempel, man weiß nicht hundertprozentig, was man kriegt. Man kriegt vielleicht die Garantie, dass 5 Heringe drin sind, aber nicht was für. Man kriegt die Garantie, dass eine Abspannleine drin ist, aber nicht welche. Und das ist oft so, ganz oft so, wenn man bei gebrauchten Militärgerümpel kauft. So, jedenfalls mit zwei von diesen Zeltbahnen, sprich zwei Soldaten tun sich zusammen, kann man dann das eigentliche Zelt bauen. Dafür gibt es dann eben die 10 Heringe, zwei Strippen und 8 Stangensegmente. So, und jetzt schauen wir doch mal, was wir damit so anfangen können. Halt, stopp, ich habe noch was vergessen. Erstens, wenn man ihn vollständig zusammensetzt, sieht der 2 Personen österreichische Kampfstab so aus. Piu, 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 piu. Ich habe viel zu viel Spaß mit solchen Blödsinn. ja, der Husten kommt sofort. Kleine Sünden, ne? Egal. Jedenfalls, also nicht, dass ich wirklich an den Herrn glauben würde, der kleine Sünden sofort bestraft, aber der Spruch ist gut. Egal. Tatsache ist, dass der österreichische Kampfstab, nein,
Was ich noch sagen wollte, ist zur Nachhaltigkeit, insbesondere von dem Ösi-Zeugs im Vergleich zur Bundeswehr. Ja, allein die Tatsache, dass das hier nur in Anführungszeichen Polyester mit Polyurethan-Beschichtung ist, das ist also ein Zeltstoff, der heute noch hin und wieder mal verwendet wird, ist ein bisschen günstiger als silikonisiertes Nylon, ist schwerer, ist in manchen Punkten nicht ganz so high-end, Hightech-mäßig, funktioniert aber definitiv genauso. Ja, und man muss dazu sagen, sowohl Polyester, wenn es dann doch mal irgendwie tatsächlich in der Natur liegen bleiben sollte, als auch die Polyurethan-Beschichtung zersetzen sich zumindest ganz langsam irgendwann mal und produzieren dabei, soweit wir das beurteilen können, keine giftigen Inhaltsstoffe. Das heißt, dann muss kein Tier dran sterben, dass man vergessen hat, seinen ÖBH-Tarp, Zeltbahn, aus dem Wald wieder mitzunehmen, zum Beispiel. Nicht, dass ich das vorhätte oder irgendjemand sonst hoffentlich vorhat, nicht vorhat, so rum. Aber es ist also nochmal eine ganz andere Nummer, was mögliche Umweltfolgeschäden, mögliche Vergiftungen von Grundwasser und Ähnlichem angeht, als was auch immer hier drauf ist. Ja? Viele sagen auch, da sei überhaupt nichts Kritisches drauf. Ja, ne? Allein schon, wenn es die stinknormale Beschichtung von sämtlichen wasserdichten Klamotten bis ins Jahr 2015 oder sowas ist, die ist zumindest mal permanent. Soll heißen, die wirst du nie wieder los. Das sind kleine Partikel. Ich muss doch noch was kommentieren. Dass das hier so zusammenklebt, ne? Achtung, ist typisch für die Polyurethan-Beschichtung, ganz typisch. Teuerste und hochwertigste Zelte, die eine Polyurethan-Beschichtung haben, machen das ebenfalls. Ja, also da muss man sich, das ist ganz normal und auch kein Problem, das ist deswegen nicht kaputt oder irgendwie geschädigt. Die sind derart wasserunlöslich, das ist praktisch, wenn man etwas wasserdicht machen möchte, dass sie bis in alle Ewigkeit wasserunlöslich sind, was dazu führt, dass wir im Eis der Antarktis quasi Regenjackenbeschichtungen finden können, die bei uns in Deutschland irgendwann mal von der Regenjacke abgewaschen wurde, irgendwie im Ozean gelandet ist und dann irgendwann im Eis der Antarktis gelandet worden ist, und zwar durch Schnee, der da neu oben drauf fällt. Ja? Das heißt, alles, was wir an diesen alten Beschichtungen, alten Wasserdichtmachmittelchen jemals verwendet haben, befindet sich noch irgendwo auf dem Planeten im Umlauf. Und alles, was wir jemals verwenden werden, befindet sich ebenfalls noch irgendwo auf dem Planeten im Umlauf. Und das Zeug kann sehr wohl auch gesundheitsschädlich sein. Dafür braucht es gewisse Konzentrationen, die sind momentan auf wenigen Plätzen auf der Erde erreicht. Aber es gibt einzelne Skandale, wo so ein Zeug in größerer Menge ins Grundwasser gelangt ist, wo dann ein sehr strenger zugegeben, aber ein Grenzwert überschritten wurde und man eine Zeit lang das entsprechende Grundwasser nicht trinken konnte oder zumindest nicht hätte trinken sollen, sagen wir es mal so. Also das nur am Rande angemerkt. So, und das alles kann nicht passieren mit Polyester, mit Polyurethanbeschichtung. Ja? Das ist zwar kein Holz, Holz ist ja nachhaltig bekanntermaßen, aber für ein Plastikprodukt ist es somit das beste Plastiktarp, ökotechnisch gesehen, dass man sich überhaupt nur kaufen kann. Warum? Weil es ist alt, es ist gebraucht. Wenn du dir das hier kaufst, dann wird nicht irgendwo in China die Plastikpresse angeschmissen und presst dir ein neues Tarp, oder wie auch immer die hergestellt werden, das dann mit einer scheiß Logistik irgendwie nach Deutschland verschifft wird und dabei noch einen Haufen CO2 raushaut, sondern ein vergleichsweise sowieso fahrender LKW fährt von irgendeinem Lager in den Alpen, vermutlich haben die Österreicher einen Berg ausgehöhlt, wo sie das Zeug gelagert haben, nach Deutschland, schmeißt das bei irgendeinem Militärfachhandel ins Lager und der schickt es dann per Post weiter zu uns. Das ist zwar auch mit einem gewissen CO2-Fußabdruck verbunden, aber die Post hat neuerdings ja diese E-Scooter. Lassen wir das. Ja, aber es ist im Endeffekt wirklich ein Produkt, das wurde nicht hergestellt, weil du es gekauft hast, sondern das ist lediglich zu dir transportiert worden, weil du es gekauft hast. Das ist sehr viel besser, als wenn es extra für dich hergestellt worden wäre. Ja, also, dass dieses Ding existiert, daran
ist das österreichische Bundesheer schuld, nicht ich. Und ja, okay, das ist nochmal ein bisschen durch die Gegend gefahren wurde, das war meine Schuld. Aber da diese Sachen sehr, sehr robust sind, werden die wahrscheinlich mich mein Leben lang begleiten. Ich brauche da auch kein zweites von und habe da hoffentlich jede Menge Spaß mit und kann euch zumindest mal ein Video dazu machen. Und man kann das tatsächlich vielleicht sogar noch vererben. Und ich denke, auch bei erfahrungsgemäß ist auch bei Kindern nach wie vor Militärkrempel total cool. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ist es pädagogisch sinnvoll, einem Kind eine Bundeswehr-Flecktarngedönsgeschichte in die Hand zu geben? Weiß ich nicht. Mache ich aber regelmäßig und die haben Spaß dran. Ja? Und das ist erstmal wirklich bloß schlecht zu sehen. Damit kann man super Verstecken im Wald spielen und solche Sachen. Ganz richtig Halligalli-Drecksau. Ne? Da haben die total Spaß dran. Ja, aber es ist Militärausrüstung und das ist so ähnlich wie mit den Plastiksoldaten früher. Darf man Kindern Plastiksoldaten zum Spielen geben? Dann macht es Peng, 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 Peng. Wird aus diesem Kind dann später ein Unmensch? Wenn ja, dann wäre die Welt ziemlich voll mit Unmenschen, befürchte ich, weil in meiner Generation hatte diese Dinger so ziemlich jeder. Auch wenn meine Mutter damit nicht einverstanden war, zum Beispiel. Ja, aber ja, gut, da machen wir einen Riesenfass auf. Nur eben zum Thema Nachhaltigkeit, ich wollte es gesagt haben, das ist eine sehr, sehr gute Sache hinsichtlich Nachhaltigkeit, wenn man einen Tarp haben möchte, sich zum Beispiel das hier zu kaufen, ein ökorigeres Tarp wirst du fast nicht kaufen können. Weil meines Wissens gibt es noch keins aus recycelten Plastikflaschen. Das wäre eigentlich mal ganz cool, aber habe ich noch nirgendwo gesehen. Ja. Und dann müssten das übrigens auch wirklich recycelte Plastikflaschen sein und nicht nur draufstehen, dass das recycelte Plastikflaschen sind. Das gibt es ja leider auch hin und wieder, ne? Stichwort Greenwashing. So, aber jetzt bauen wir mal wirklich irgendwas davon auf. Ich kommentiere das dann aus dem Off. Ja, noch ein paar ganz kurze Anmerkungen zum Bau. Ich habe hier noch ein bisschen Schwierigkeit, jetzt rauszufinden, welche Seite eigentlich welche ist. Es gibt eine definierte Rückseite und eine definierte Oberseite, in Anführungszeichen. Die Rückseite hat Ösen für Heringe, während die Oberseite dann halt eben die Öffnung hat, wo der Stock durchpasst. Und was ich jetzt hier halt gerade eben verbockt habe, ist das Ganze richtig rum hinzulegen, weil jetzt suche ich die Öse für den Hering und siehe da, da ist keine Öse für den Hering, weil ist halt eben falsch rum. Das wäre die Seite, wo man dann hinterher den Stock bzw. die Stange durchsteckt. Und darauf muss man halt einfach achten, beziehungsweise es ist eine gewisse Übung erforderlich, um das dann besonders schnell aufbauen zu können, dass man sofort begreift, welche Seite quasi welche ist. So und so rum kann man dann auch sofort einen Hering reinmachen, weil dann halt eben auch die dafür vorgesehene Vorrichtung am richtigen Ort ist. Ja, und das hier ist jetzt eben die Variante. Eine Person, allerdings mit mehr Stock. Ja, normalerweise hast du ja nur eine von diesen Stangen. Das sind 4-Segment-Stangen. Und so habe ich hier jetzt eigentlich mehr Platz, als mir als ein Soldat zur Verfügung stehen würde, wenn ich jetzt tatsächlich nur die Standardausrüstung vom ÖBH dabei hätte. Man kann natürlich als Zivilist logisch auch noch eine zweite Stange mitschleifen. Man kann statt Stangen hervorragend auch Trekkingstöcke nehmen. Die passen da durch die Stangenöffnung oben sehr gut rein. Man kann auch Stöcke aus dem Wald nehmen, die muss man sich dann oben allerdings ziemlich dünn zurechtschnitzen, damit sie da überhaupt durch die Öse durchpassen. Ja? Aber ja, der Möglichkeiten gibt es viele. Gerade wenn Gewicht eine Rolle spielt, möchte man vielleicht Stöcke aus dem Wald nehmen. Vielleicht möchte man auch deswegen Stöcke aus dem Wald nehmen, weil es coole Stöcke zu nehmen. Das bleibt dann einfach jedem selbst überlassen. Ich zeige hier spaßeshalber nochmal die Variante mit nur einer Stange. Das kann ich eigentlich guten Gewissens nicht empfehlen, weil das ist einfach eine super enge Angelegenheit. Man kommt dauernd in Kontakt mit der Plane. Die Plane wird durch Kondenswasser feucht werden und dann liegt die feuchte Plane auf dem Schlafsack auf. Da hat man nicht wirklich was von. Da kann man sich nicht wirklich vernünftig drunter verstecken. Das heißt, es würde sich wirklich empfehlen, zumindest noch zwei zusätzliche Stangenelemente mitzunehmen, wenn man Gewicht sparen möchte und falls man halt genügend Stangenelemente persönlich jeweils besitzt oder eben, wie gesagt, Stock suchen gehen und dann die Variante mit Stock machen. Oder Trekkingstock, ne? Haben wir jetzt mehrfach gesagt. Aber jetzt gehen wir ja mal davon aus, dass wir das komplette Zelt besitzen, weil so gibt es das ja derzeit auch zu kaufen. Und das heißt, wir haben ja noch eine zweite Zeltbahn und da würde ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie man denn das komplette Zelt aufbaut. Dafür braucht man logischerweise erstmal wieder 2 4-Segment-Stangen und dann geht's weiter.
So, und zwar haben wir jetzt erstmal die zweite Zeltbahn uns geschnappt, die Kamera richtig justiert und jetzt muss man die natürlich auch nochmal auspacken, was einen Moment dauert, weil sie ja noch zusammenklebt. Das hat man dann übrigens auch, wenn man die privat lagert, immer mal wieder, dass sie ein bisschen kleben dürfte. Das ist einfach wegen dem Material so. So, kurz Schnur abheben, zweite Zeltbahn durch die Öse stecken und Schnur oben wieder drauf. Das ist wichtig, falls man später noch was justieren möchte. Und jetzt knüpft man, die hat Knöpfe, die Zeltbahn nach und nach an die andere Zeltbahn dran. Das kann man prinzipiell auch schon vorher machen, aber mir ist es immer lieber, wenn die erste Hälfte schon steht und ich dann einknüpfe in stehende, anstatt das einfach am Boden zu machen und das Ganze dann so schon aufzubauen. Das kann man aber tun lassen, wie man lustig ist, gerade da wir Zivilisten sind und uns keiner vorschreibt, wie genau exakt das aufgebaut werden muss. Dann spannt man vorne natürlich noch mit Heringen ab und jetzt passen die Heringe, die nach hinten abgespannt sind, an den Türen sozusagen natürlich nicht mehr wirklich dahin, wo sie hingehören. Ihr werdet auch bemerkt haben, die Zahl der Heringe entspricht genau dem, dass jede Tür einen Hering hat und beide Schnüre, Abspannschnüre abgespannt werden können. Dafür sind auch noch Heringe vorhanden. Also heißt, das ist genau die richtige Zahl von Heringen. Mehr Heringen könnte man anbringen, weil ihr seht zum Beispiel an der Wand, die zu uns zeigt, da ist in der Mitte nochmal eine Öse. Da kann man also noch einen Zusatzhering anbringen, beziehungsweise einen Zusatzstock, je nachdem. Und dann hat man da natürlich nochmal ein bisschen mehr Platz im Inneren. Da ist dann das Ganze nicht ganz so eng. Alternativ kann man übrigens auch statt mit vier Stangen das Ganze hochzubauen, kann man es natürlich auch nur mit drei Stangen hochbauen, dann hat man eben den großen Vorteil, dass die Gesamtkonstruktion deutlich breiter ist, weniger hoch, deutlich breiter. Für zwei Soldaten ist es wohl meist empfehlenswert, nur die Drei-Stangen-Variante zu nehmen, damit eben genügend Breite für beide Schläfer zur Verfügung steht. Als Einzelperson, die da alleine drin pennen möchte, halte ich diesen Vier-Stangen-Aufbau für deutlich praktikabler, weil für eine Person reicht der Platz dann trotzdem noch locker. So, jetzt gucken wir uns nochmal an, wie das dann Zuknöpfen vom Eingang aussehen kann. Ja, und das habe ich jetzt mal absichtlich nicht beschleunigt, einfach damit man nochmal sieht, wie die Knöpfe funktionieren. Es gibt immer einen inneren und einen äußeren Knopf. Und wenn man die quasi beide zuknöpft, das dauert dann halt relativ lang, beziehungsweise auch das muss man dann wieder üben. Das wird natürlich trainiert beim Soldaten. Dann gibt das auch eine ziemlich geschlossene Angelegenheit, wo es theoretisch nicht durchregnen kann, weil die ja überlappen. Das heißt, es regnet außen drauf. Ja. Nehmen wir mal an, es würde massiven Wind von Seite meiner, wo ich sitze, von der Seite massiven Wind geben und massiv schräg kommenden Regen, dann könnte der theoretisch zwischen den beiden überlappenden Zeltbahnen durchgedrückt werden und ins Innenzelt gelangen. Ja, das ist halt nicht sehr realistisch, beziehungsweise der geneigte Soldat sollte beim Aufbauen seines Zeltes halt eben vorher wissen, woher der Wind zu erwarten ist. Gerade in waldreichen Landschaften ist es kein großes Problem, Seitenwind, weil die Bäume das ein bisschen verhindern. Und wenn man dann die Windrichtung im Kopf hat, dann kann es einem da eigentlich auch keine Feuchtigkeit reindrücken. Und das ist eine ganz gute Angelegenheit. So, und so sieht das dann ungefähr aus, wenn man sich den Eingang eben so abgespannt hat, wie ich jetzt gerade getan. Ja, gerade noch ein ganz paar Details. Hier sehen wir jetzt den Giebel, beziehungsweise eben die Tatsache, dass man die Knöpfe da doppelt durchknöpfen kann. Man steckt den einen Knopf quasi von unten durch und den anderen dann von oben und dann gibt es da eben diese schöne Überlappung, sodass das eigentlich unmöglich sein sollte, dass Wasser ins Innere gelangt, wenn eben der Wind aus der richtigen Richtung kommt und nicht von der Seite darunter gepeitscht wird mit Karacho. Das ist aber vermeidbar, wenn man intelligent aufbaut. Und hier ist halt wichtig, dass die Schnur oberhalb von beiden Planen ist, falls man da noch irgendwas nachjustieren möchte, sonst kommt man da halt nie wieder dran und das wäre einfach ein Vorteil, den ich als wichtig erachten würde. So, und an der Stelle wechseln wir dann zur Handkamera. Also, das Ding ist aufgrund der Robustheit der Materialien super schön zu spannen. Das macht richtig Freude. Man kann da richtig mit Gewalt rangehen. Die Heringe sind so massiv, dass man sich da auch keine Gedanken machen muss. Du kannst da wirklich zerren, spannen, ziehen, wie du lustig bist. Dann gibt es hier auch schöne, wirklich schön gerade, gut abgespannte Wände. Daran perlt natürlich auch ein Regen ganz wunderbar ab.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtige Material außen habe. Ich meine aber schon, dass die Seite die ist, die außen sein soll. Die Beschichtung ist nämlich innen. Und die hält länger, wenn sie innen bleibt. Das heißt, das wird hier außen zwar nass, kann aber nicht nach innen dringen, weil da ist es ja wasserdicht beschichtet. Das heißt, dass der Stoff, wie gesagt, oberflächlich nass, aber tropft nichts durch. Die Heringe sind wirklich, das macht schon Freude, weil die eben einfach so massiv sind. Ich hätte hier noch ein kleines bisschen mehr Zug drauf machen können, dann hätten wir hier die paar Falten nicht. Aber dafür, dass das Ding ewig lange gelagert war, ist das schon nicht verkehrt. Außerdem haben wir hier noch eine Möglichkeit, da auch noch abzuspannen. Ja, da müsste man sich jetzt mit dem Stock behelfen. Da reichen die regulär mitgelieferten Heringe nicht. Aber kann man natürlich trotzdem tun. Und beziehungsweise, ach nee, halt, da habe ich ja noch einen. Das heißt, einmal könnte ich da noch abspannen, vielleicht liegt irgendwo auch noch einer. Beziehungsweise hier sind jetzt zwei Heringe verbaut, um die Tür so halb offen zu halten. Das würde ich auch empfehlen. Ja, also man kann natürlich hier genauso zuknüpfen wie auf der anderen Seite, aber ja, dann hat man überhaupt keinen Lufttransfer mehr. Das ist natürlich schön warm, aber dann kriegst du da drin halt auch die Schwitzhütte beziehungsweise Kondenswasser ohne Ende. Und das ist nicht so zielführend. Insbesondere eben wegen dem Kondenswasser würde ich wahrscheinlich auch beide Eingänge, wenn nicht absolutes Sauwetter herrscht, so in diesem Zustand ungefähr belassen, damit da eben ein bisschen Luft zirkulieren kann, wenn man es dann überhaupt als komplettes Zelt nutzen möchte. Weil die Halbdachvariante reicht für ja, Schönwettercamping auf jeden Fall auch aus. Aber auch hier wunderbar gut abzuspannen, schön straff zu machen. Das macht Freude, das macht wirklich Freude. Und ich habe auf der Seite noch nicht mal nachgespannt. Nach mehreren Umbauen des Zelts sieht das hier trotzdem gut aus. Das ist echt schön. Also da kann man wirklich Spaß mit haben. Jetzt habe ich natürlich einfach die BW-Plane reingelegt als Unterlage, damit ich nicht so im Dreck liege. Aber ja, wir kriechen mal rein. Ja, reinkriechen ist natürlich wörtlich zu nehmen. Ne? Okay. Ist in der Variante für einen natürlich durchaus geräumig. Ja? Ich packe euch mal ans andere Ende. Also, ihr seid jetzt ganz hinten. Und ja, hier ist vorne und von der Länge her, also da passt ein 1,90 Mensch wie ich, passt hier durchaus rein. Das geht problemlos. Der Giebel ist schön hoch. Ne? Das heißt, man kann sich also auch hier ein bisschen Entschuldigung, ein bisschen hockend aufhalten. Jetzt habe ich den Hut verloren. So halbhockend. Ne? Also ich bin jetzt bei weitem nicht aufrecht. Aber einigermaßen geht es dann doch, wenn man mal die Jacke ausziehen möchte oder so. Zu zweit ist das natürlich dann schon ziemlich eng. Für einen vom Platz her absolut akzeptabel. Dann passt hier auch noch Ausrüstung rein. Und das kann man dann schon machen. Ne? Ja, also cool. Definitiv sehr, 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 sehr cool. Wenn man da noch offen lässt, dann hat man auch noch deutlich mehr vom Sternenhimmel in Anführungszeichen. Oh, guck mal, da sehe ich schon, wo es dann reinregnen würde. Seht ihr das? Hier, da kommt das Licht durch. Da ist die Naht nicht ganz dicht. Ist ja auch kein Wunder. Das kann man aber problemlos nachabdichten mit irgendwelchem Klebezeugs, Silikon zum Beispiel. Kriegt man das ja wieder dicht. Hier kommt auch vermutlich Regen rein, weil ich da nicht ausreichend geknöpft habe. Das sind nämlich immer Doppellöcher, diese Knöpfe. Ja, das kann man hier jetzt gerade ganz schön sehen. Hier ist Knopf Nummer 1, hier müsste Knopf Nummer 2 durch. Und wenn man das doppelt knüpft, dann ist das wahrscheinlich auch relativ dicht. Das habe ich mir jetzt nur gespart, weil ich eine faule Sau bin. Ja, und ja, aber da würde es definitiv bei Starkregen dann irgendwann zu Tropfen anfangen. Und drum soll man ja eben über die Spitze der Stange die Säcke packen, die Packsäcke packen, weil wenn die Stange irgendwann nass wird, dann läuft irgendwann das Wasser die Stange runter und ja, dann hast du halt eine nasse Stange im Zelt. Ansonsten farblich ist das Ding hier ein bisschen heller als die BW-Variante, weil das Flecktarn lässt etwas weniger Licht durch als dieses Oliv. Und ja, das ist es. Ja, also mehr braucht man da eigentlich nicht zu sagen. Ja, einen Boden gibt es natürlich nicht. Wo soll der hergekommen sein? Hier auf der Seite, wie gesagt, ist noch nicht ganz hundertprozentig straff gespannt. Hier schon. Das geht eigentlich nicht mehr viel besser. Und ja,
Wenn man möchte, wenn man in der Breite mehr Platz braucht, kann man das Ding auch einfach nur mit drei Stangensegmenten aufbauen. Dann hast du weniger Höhe, aber mehr Breite. Wem das lieber ist, ich würde es, glaube ich, so lassen. Bin so eigentlich ganz zufrieden. Ja, also im Prinzip die Österreich-Variante der Bundeswehr-Dackelgarage sozusagen. Besseres, sinnvolleres, klügeres Material, gleicher Aufbau. Im Grunde wirklich ziemlich identisch. Ja? Und das war's. Ja? Jetzt packe ich wieder zusammen. Oh je, das wird eine Weile dauern. Das ist das Problem, wenn man Packtaschen hat, dann sollte man es so zusammenpacken, dass es in die Packtaschen auch wieder reinpasst. Ja, ich versuche mein Bestes. Ne? Also, macht's gut. Ich werde damit bestimmt noch viel Freude haben. Ich werde da sicherlich auch noch Übernachtungen drin machen. Werde auch bestimmt mal eine filmen. Das war jetzt so der erste Aufbau. Ja, schönes Spielzeug, schönes Spielzeug. Für 60 Euro ist es noch okay. Wenn es teurer werden sollte, irgendwann wird es dann Blödsinn. Ja, weil da kriegst du ja, für 60 Euro kriegst du ja auch schon ein neues Billigzelt sozusagen. Ja? Und noch nicht mal ein allzu schlechtes neues Billigzelt, so gesehen. Man muss es schon lieb haben, so alte Militärkrempel. Okay. Tschüss.